Bahnsport. Für Zuschauer und Aktive ein gleichermaßen faszinierendes Vergnügen. Akrobatische Drifts, packende Positionskämpfe, spektakuläre Geschwindigkeiten. Dennoch plagen die Speedway- und Grasbahnfreunde Nachwuchsprobleme, weil es unter anderem aus Lärmschutzgründen für Jugendliche kaum noch möglich ist, zu trainieren. Abhilfe könnten auch in diesem Bereich Elektromotoren schaffen. Eine kleine Delegation des örtlichen Bahnsportvereins MSC Hümmling aus Werlte hat nun zwei Electric-Speedway-Maschinen ausprobiert. Die kosten jeweils rund 10.500 Euro. Und in der Tat, außer dem Rasseln der Kette und einem leichten Zischen des Motors ist nichts zu hören. Und auch der charakteristische Geruch des Methanols entfällt.